Netzansicht heute mal außer der Reihe. Es ist nicht Donnerstag und es ist auch nicht die Woche vorm Spieltag. Aber klar, der aktuelle Anlass ruft uns auf den Plan. Jan Löhmanns Rüben und die Cornflakes-Affäre. Das war auch für mich tatsächlich ein ganz, ganz besonderer Moment da am Sonntag in Zwickau. Sowas passiert echt selten. Und es ist deswegen so legendär, weil dieses Interview die komplette Bandbreite an menschlichen Emotionen zeigt. Ja, also wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Ja, platz mir die Krawatte, ehrlich. Ungeschönt, echt und klar. Natürlich auch streitbar. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob seine Wortwahl die richtige war. Und man kann darüber diskutieren, ob seine Aussagen beleidigend waren. Nee, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen? Aber man kann dieses Interview vielleicht einfach auch als das sehen, was es ist, nämlich eine Szene mitten aus dem Leben. Er spielt hier ein super Spiel. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Jetzt mal ganz ehrlich, wir alle kennen dieses Gefühl. Wir alle kennen diese pure Enttäuschung über Ungerechtigkeiten, diese Verzweiflung, wenn harte Arbeit sich am Ende nicht auszahlt und man mit leeren Händen dasteht. Und ja, dieser Frust über falsche Entscheidungen. Und Jan Löhmannsröben hat nichts anderes gemacht, als diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Und zwar genau so, wie er es in dem Moment empfunden hat. Ohne PR-Berater, ohne die 12. Korrekturschleife und vor allem auch ohne überhaupt auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was das möglicherweise an Konsequenzen haben könnte. Und dass er jetzt im Nachhinein für dieses Interview bestraft werden soll, ist verdammt bitter und geht für mich persönlich auch in die völlig falsche Richtung. Wer auf der einen Seite die dritte Liga für ihre raue und ursprüngliche Art lobt und für die Nähe zur Basis, der muss auf der anderen Seite auch die dazugehörigen Emotionen aushalten. Und die sind ungefiltert. Und die sind echt. Und die tun dann manchmal auch weh. Und natürlich ist das auch für den Schiedsrichter keine angenehme Situation. Na klar, aber Jan Löhmannsröben hat sich für seine Wortwahl entschuldigt und ich glaube, dabei sollte man es dann auch belassen. Denn wenn jetzt auf diese Aktion eine Strafe folgt, dann werden die Vereine zukünftig ihre Spieler vor genau solchen Situationen schützen. Vor spontanen Gefühlsausbrüchen. Und dann werden wir so ein Feuerwerk der Emotionen in der dritten Liga zukünftig nicht mehr erleben. Und das wäre verdammt schade. Denn ich mag solche Charakterköpfe. Ich mag Typen, bei denen es auch mal laut wird, bei denen es auch mal rumpelt. Und ja, die vielleicht dann auch mal übers Ziel hinausschießen. Aber bei all dem, was sie tun, vor allem immer eins sind. Nämlich echt. Und durch so eine Sache ergaunern die sich einen Punkt bodenlos.